Gibt es denn noch mehr tatsächlich spannende Sets, die mit dem nächsten Update kommen? Und zwar die PvP-Sets. Und könnten diese PvP-Sets vielleicht auch was für PvE-Spieler sein? Könnten sie da vielleicht sogar gut sein? Dies und viel mehr wollen wir uns heute hier stellen in diesem neuen Testserver-Video. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich bin's wieder, dein Alexos vom offiziellen ESO-Stream-Team. Ja, und wir gucken heute auf dem letzten Testserver-Patch. Das heißt also, das, was wir jetzt hier sehen, werden die finalen Zustände der Sets sein, denn da wird sich nicht mehr viel dran ändern. Es wird insgesamt 3 neue Sets geben, die wir über gerechten Lohn erhalten können, und zwar jeweils ein leichtes, ein mittleres und ein schweres, und 3 neue Monster-Sets, die wir aus den Distrikten der Kaiserstadt erhalten können, denn dort gibt es pro Distrikt jeweils ein Bossgegner. Ja, und wir gucken uns die jetzt mal ein bisschen genauer an, damit ihr da einen kleinen Überblick zu erhaltet. Anfangen tun wir mit den gerechten Lohnsets, wie ihr hier an dieser Stelle sehen könnt, den Schlachtrufer. Wir rüsten die auch gleich mal aus, damit wir dann sehen können, was die denn tatsächlich verursachen. Und zwar sehen wir hier kritische Trefferwahrscheinlichkeit 2-mal, Magicka, und solange ihr Kampfgeist aktiv ist, werden euch und bis zu 11 weiteren Gruppenmitgliedern innerhalb von 12 Metern 20 Sekunden lang 300 Magie und Waffenkraft sowie 1650 Widerstand gegen kritische Treffer gewährt, wenn ihr euch oder ein Gruppenmitglied kritisch heilt. Kann ich jetzt hier gerade an dieser Stelle schwer wiedergeben. Aber es geht noch weiter. Jedes betroffene Gruppenmitglied verringert eure Magie und Waffenkraft um 15 und euren Widerstand gegen kritische Treffer um 83. Das heißt also, desto mehr wir beeinflussen mit diesem Effekt, desto schwächer ist der Effekt letzten Endes bei uns selbst. Das ist eine sehr interessante Art und Weise, das Set zu balancen. Wie ich finde, eine gute Art und Weise, das Set zu balancen. Es könnte trotzdem ziemlich stark sein. Wir bedenken mal die Champion-Punkte. Dort gibt es einen, der auch unsere kritische Resistenz erhöht. Ich glaube, um 660. Generell kritische Resistenz ist sehr, sehr stark im PvP. Es gibt auch das Set Transmutation, was unsere kritische Resistenz um 1200, 1300 erhöht, was schon unglaublich strong ist. Und hier ist die Rede von 1650. Das muss man sich mal vorstellen. Des Weiteren sind das individuelle 300 Magie und Waffenkraft, die man zusätzlich zu anderen Effekten erhalten kann. Also zusätzlich zum Beispiel zu Olorime oder sonstigen Sets, die man im PvP da spielen kann. Dementsprechend super strong, könnte sehr interessant sein, belohnt, wenn man in kleineren Gruppen oder solo unterwegs ist, und stärkt aber definitiv auch größere Gruppen. Dementsprechend sehr, sehr spannend, kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich bin nicht im PvP und habe dementsprechend nicht Kampfgeist aktiv. Als nächstes haben wir Schnappspalter, auch wieder ein sehr toller Name, by the way. Gucken wir uns mal an, was dieses schöne Set dann letzten Endes kann. Und vor allem auch, ob wir das vielleicht mal hier zeigen können im Video. Das wäre ein schönes Ziel. Wir kriegen hier 2-mal maximale Ausdauer, Magie und Waffenkraft. Wenn ihr mit einem schweren Angriff Schaden verursacht, wird euch für jeden Feind, der sich innerhalb von 8 Metern zu eurem Ziel aufhält, 10 Sekunden lang 1200 offensive Durchdringung gewährt. Dieser Effekt kann einmal alle 7 Sekunden eintreten und 10 Sekunden lang hält der Spaß. Man kann also eine 100% Uptime mit dem erreichen. Das ist ja sehr interessant. Wir haben jetzt gerade 0 Durchdringung. Perfekt, so kann man das auch schön zeigen. Das ist aber krass. Das ist aber ein krasser grafischer Effekt auch. 8 Meter Radius auf jeden Fall. Allein schon bei 2 Gegnern, würde ich sagen, bei 4 Gegnern lohnt sich das Set so richtig. Da ist es richtig crazy, weil ihr über 5000 Durchdringung habt. Magische und physische Durchdringung. Also das ist ein Set, was ganz stark darauf abzielt, weiter die sogenannten Ballgroups, also die Großgruppen im PvP, zu schwächen. Also ein Set, was explizit diese Großgruppen ins Visier nimmt und diese Großgruppen schädigen soll, da Zenimax darauf Wert legt, da die Leute sozusagen auseinanderzuscheuchen. Sehr, sehr mächtig. Vor allem für den Einzelnen in Open-World-PvP würde ich sagen, unglaublich stark. Sehr, sehr spannend. Vor allem, weil es kein Skalierungscap gibt. Trifft man also beispielsweise 8 Gegner, dann bekommt man einfach über knapp 9000 Rüstungsdurchstoß, ja? Also fast 10.000 Rüstungsdurchstoß. Absolut heftig, was man hier letzten Endes erhalten kann. Sehr interessantes Set. Als nächstes haben wir dieses wunderbare Set hier, was ich euch auch gerne noch zeigen möchte. Und zwar eine Aura, zumindest heißt das jetzt so. Gucken wir uns das mal an, was das genau macht.
So, übrigens, in Trashfights könnte das andere gerade eben gezeigte Set auch ziemlich interessant sein für PvE. Dieses Set gewährt uns maximales Leben, Rüstung, 4% erhöhte Heilung. Wenn ihr direkten Schaden verursacht, besteht eine Chance von 10%, unter dem Ziel einen Bereich zu erschaffen, der nach einer Sekunde explodiert und 10 Sekunden lang enervierende Aura anwendet. Diese enervierende Aura verringert Lebensmarker und Ausdauerreaktion des feindlichen Spielers pro getroffenen Spieler um 129. Okay, alles klar. Auch hier wieder mächtiger grafischer Effekt auf jeden Fall. Das klingt auch wieder sehr stark. Es zielt auch wieder darauf ab, Ballgroups auseinanderzuziehen. Das sieht man auf jeden Fall sofort, was das Ziel dieses Sets ist. Und dementsprechend ähnliche Einschätzung wie beim letzten Set. Ich würde sagen, ziemlich stark, wenn man damit letzten Endes die Großgruppen attackiert. Sehr, sehr spannend, was Zenilmax da für neue Sachen mit in den Raum wirft. Als nächstes haben wir die drei neuen Monster-Sets aus den Distrikten der Kaiserstadt, die man erhalten kann durch unter anderem Telvarsteine, unter anderem auch durch das Töten der Bosse in den jeweiligen Arealen in der oberen Kaiserstadt. Und das erste gewährt uns Rüstung. Verursacht ihr Frostschaden, erschafft dies 6 Sekunden lang einen großen Bereich unter dem Ziel. Feinde in dem Bereich erleiden 6 Sekunden und erhalten... Erleiden 6 Sekunden und erhalten eine Kumulation 634 Frostschaden. Bisschen krumm geschrieben, was die 25 Sekunden lang um eine Sekunde verlangsamt. Diese Kumulation 4 werden bewegungsunfähig. Man kann jetzt hier gezielt Major Brittle auf den Gegner anwenden. Das könnte auch für PvP interessant sein. Man muss allerdings auch sagen, die Übersetzung hier ist falsch, denn das wurde aktualisiert in einem der letzten Patch-Server, beziehungsweise in den letzten Patches auf dem Test-Server wurde das überarbeitet. Das letzte stimmt hier nicht mehr so ganz, und zwar muss der Gegner dafür nicht mehr bewegungsunfähig sein, sondern immer wenn ihr 4 Kumulationen gesammelt habt und dann den Gegner beeinflusst, dann bekommt er größere Brüchigkeit für 4 Sekunden. Er muss dafür nicht mehr bewegungsunfähig sein. Das haben sie überarbeitet, dementsprechend auch sehr interessant für PvE, denn ihr könnt hiermit gezielt größere Brüchigkeit auf einen Gegner legen, was bis jetzt das erste Set ist, was das kann. Gleichzeitig macht es aber auch noch zusätzlich Frostschaden, was ja ebenfalls die Chance hat, das Gleiche zu tun. Also sowohl spannend für PvE als auch für PvP meiner Einschätzung nach. Vor allem für Tanks dann dementsprechend interessant im PvE. Das nächste Monster-Set, was wir haben, achso, können wir uns das vielleicht noch ganz kurz anschauen? Verursacht ihr Frostschaden? Das müsste ich jetzt was Spezielles für ausrüsten, deswegen machen wir mal an dieser Stelle weiter. Wir haben hier das nächste Set, das gibt uns offensive Durchdringung, sehr, sehr starker Set. Verursacht ihr bei einem Ziel innerhalb von 12 Metern direkten Schaden, erschafft dies einen Bereich, der sich nach einer Sekunde schnell vorwärts und dann wieder zurückbewegt. Dieses Ziel erleidet 2700 Schockschaden und 5 Sekunden lang kleinere Schwäche, wodurch es 10% weniger kritischen Schaden verursacht. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden eintreten. 5 Sekunden lang ist das Ganze letzten Endes. Sieht auch wieder sehr mächtig animiert aus. Ich glaube aber letzten Endes nicht, dass es so strong ist, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich glaube, es ist nicht so strong. Kritischer Schaden ist im PvP auch sehr mächtig. Die Leute schützen sich aber durchaus auch vor den kritischen Schaden dementsprechend. Sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht habt ihr ja als erfahrener PvP-Spieler eine Meinung. PvE sehe ich da keinen Anwendungsbereich im PvE. Erst im PvP dann nicht. Im PvE erst recht nicht. So wollte ich das sagen. Ja, das letzte Monster-Setchen an dieser Stelle ist dieses wunderbare Stück hier. Es gibt uns Ausdauer und Markerregeneration. Ziemlich cool. Verursacht ihr direkten Schaden, zeichnet dies das Ziel 6 Sekunden lang. Alle 2 Sekunden erscheint in der Nähe ein explodierender Scamp und explodiert nach einer Sekunde, was bis zu 6 Gegner innerhalb von 4 Metern 1100 Magieschaden verursacht und diese 10 Sekunden lang mit kleinerer Scheue beeinträchtigt, was alle 1,5 Sekunden eine Ultimate entzieht. Jeder explodierende Scamp verursacht 100% mehr Schaden. Dieser Effekt kann einmal alle 25 Sekunden eintreten und skaliert mit eurer Magie und Waffenkraft. Auch wieder sehr mächtig gegen größere Gruppen, würde ich sagen. Ich würde mal gerne so einen Scamp sehen. Hab hier aber sehr wenig kritische Wahrscheinlichkeit. Wir haben es doch angezogen, gell? Verursacht ihr direkten Schaden? Das ist doch alles. Das ist alles direkter Schaden. Muss das ein Spieler sein? Zeit hier 6 Sekunden lang alle 2. Okay.
Das scheint irgendwie noch nicht so funktionieren, weil das, was ich hier tue, ist direkter Schaden. Auch die leichten, schönen Angriffe sind direkter Schaden. Ich weiß nicht genau, was ich falsch mache, aber offensichtlich mache ich irgendwas falsch. Scheint auf jeden Fall nicht zu triggern. Interessant. Interessant. Na gut, soweit, so gut. Es klingt auf jeden Fall wieder nach einem Set, auch eben was, klein, was Großgruppen vor allem im Zaum halten soll. Dementsprechend, das kann ich schwer einschätzen, ob das tatsächlich stark wird. Das wird man erst dann auf dem Live-Server sehen, wenn man es ein bisschen mehr testen konnte. So viel auf jeden Fall zu den erspielbaren PvP-Sets mit dem nächsten paar Updates. Wie gesagt, die ersten drei aus dem gerechten Lohn, diese drei hier aus der Kaiserstadt und da im oberen Bereich von den Bossgegnern und den Telvarsteinern bei den unteren Händlern. Ich hoffe, ihr konntet euch einen guten Überblick über diese Sets jetzt hier erhaschen. Hier findet ihr nochmal meinen Überblick auch über die neuen PvE-Sets, die in den beiden neuen Dungeons kommen. 6 Stück an der Zahl plus nochmal 2 Monster-Sets. Schaut da gerne mal vorbei. Da war auch einiges Spannendes mit dabei. Es läuft alles darauf hinaus, dass Zenimax weiterhin die Großgruppen im PvP in den Zaum halten will, aber auch im PvE vor allem viel Support für Heiler und Tanks bringen möchte. Sehr spannend. In diesem Sinne, Dankeschön an meine Kanalmitglieder. Bis zum nächsten Video. Euer Lexus. Haut rein.